Champions League, letzter Spieltag, Gruppe E. Neapel empfängt Genk. Neapel, klarer Favorit, geht in der dritten Minute 1-0 in Führung durch Milik. 26. Milik 2-0. 38. Elfmeter Milik 3-0. In der 74. Mertens Elfmeter 4-0 Sieg. Der Sieg ist verdient, muss ich so sagen. Auch wenn die Statistiken relativ ähnlich sind. Wir haben 14 Schüsse von Neapel, 15 von Genk. 5 aufs Tor von Neapel, 3 von Genk. Aber die Schüsse von Genk waren halt nicht gut. 56% Ballbesitz von Neapel, 44% von Genk. 580 Pässe von Neapel, 460 von Genk. Beide haben 87% Passgenauigkeit. Neapel hat mehr Pässe, also es ist natürlich schwieriger, eine stärkere Leistung. 10 Fouls mit 2 gelben Karten von Neapel, 16 Fouls mit 3 gelben von Genk. In der Abschlusstabelle in Gruppe E, Liverpool 1, Neapel 2, RB Salzburg 3, Genk 4. Genk ist komplett raus, Neapel ist direkt weiter als Zweitplatzierter. Glückwunsch an beide Teams. Also, Genk-Teilnahme und so. Und Neapel, schön euch weiter im Wettbewerb zu sehen. In der Liga läuft nicht, in der Champions League dafür umso besser.